Herzlich willkommen bei Gothic. Ich bin YJ und führe euch nun durch diesen Spieleklassiker. Ja, es ist mein erstes Let's Play. Dementsprechend hoffe ich, dass es euch gefällt. Ich bin immer für Kritik offen, ob es nun gut oder schlecht ist. Am besten gute. Aber gut, nun ja, jetzt dann wollen wir doch einfach mal beginnen, ne? Neues Spiel, Einstellung, die Problematik, das möchte ich vorweg einmal gesagt haben. Ja, wartet einen Moment. Ich muss hier gerade doch einmal das Audio, die Musik ein bisschen unterstellen, weil ich die doch etwas laut finde. So. Ja, die Problematik vorweg ist, aus irgendeinem Grund, ich habe das jetzt schon 4-5 Mal probiert, möchte das Spiel keine Videosequenzen abspielen. Ja, was soll ich dagegen machen? Spiel weigert sich prinzipiell. Ich arbeite dran. Gegebenenfalls werde ich ja nochmal neu aufnehmen, ist etwas blöd, aber ich werde im Verlauf des Spiels versuchen, da es glücklicherweise nicht so viele Videosequenzen gibt, ja, es im Grunde zu verbessern. Aber gut, ich erkläre den Rest dazu. Da wollen wir doch jetzt erstmal beginnen. Ich bin Diego. Hallo Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Netter Kerl. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Danke. Also, wie sieht's aus? Es sind immer... Ah, diese Freude, die mich bei diesem Spiel wiederbekommt. Nein, ich habe es eben schon mehrere Male gespielt. Das Spiel ist jetzt auch schon 13 Jahre alt, muss man sich mal überlegen. Man sieht es der Grafik auch ziemlich stark an, wie ich finde. Aber trotz allem ist es atmosphärisch immer noch ein Highlight. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Warum hast du mir geholfen? Das ist eine sehr gute Frage, denn gerade eben wurden wir von einem anderen aus dem alten Lager noch, ja, herzlich begrüßt. Mit einem Schlag in die Fresse. War äußerst nett. Aber dann wollen wir jetzt erstmal weiterschauen. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Richtig. Brulit und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Brulit und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt 3 Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Ja, diesem werden wir uns auch später anschließen, habe ich mir überlegt. Weil storytechnisch finde ich persönlich, ist da so am meisten drin. Ich weiß nicht so recht, ob ihr das anders seht, schreibt es unten in die Kommentare rein. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil ich habe ehrlich gesagt auch schon jedes Lager einmal durch und ich fand das alte Lager von den... Ja, von der Geschichte her, von den Quests, die wir da bekommen, einfach am schönsten zu spielen. Ist natürlich auch meines Erachtens nach das Einfachste. Aber lassen wir das mal außen vor. Gut, wo ist dieser Bullet jetzt? Der Kerl, der uns gerade eben noch einen auf die Fresse gehauen hat. Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Alles klar. Wir wollen ja nicht sofort wieder einen aufs Maul kriegen, stimmt's? Ja, ich habe einen Brief. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Das ist alles schon mal gut zu wissen. Das sind viele Infos, die wir jetzt auch bekommen. Es tut mir ein bisschen leid, dass... Es wird jetzt gerade eben noch ein bisschen viel geredet. Auch von meiner Seite. Und wenig getan. Aber das wird sich... alles noch im Spielverlauf ändern, macht euch keine Sorgen. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie.
Alles klar, dann wissen wir auch mehr über Gomez. Wie kann ich mich denn den Leuten anschließen? Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Torus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Gut, das merken wir uns auch. Was muss ich denn sonst noch wissen? Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Alles klar, wie komme ich denn da hin? Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wahnsinn? Wo kriege ich eine Waffe her? Wahrscheinlich irgendwo auf dem Weg. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Ja, das ist doch nett. Ende. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Jo. Kapitel 1. Die Welt der Verurteilten. Ja, man muss hinzufügen, das ist ja jetzt eben eine Strafkolonie, in der die Sträflinge die Macht übernommen haben. Also doch etwas kritisch. Ich muss mich hier gerade einmal ein bisschen reinfinden. Das ist noch eine sehr, sehr andere Steuerung, als man sie heute kennt. Da man nicht über WASD steuert, sondern über die Pfeiltasten und damit nicht die linke Hand verwendet, sondern die rechte. Das ganze Spiel ist sowieso sehr tastaturlastig. Man kann es zwar auch über Maus spielen, das ist meines Erachtens nach aber nicht wirklich ausgereift. Gut, aber dann wollen wir hier doch einfach mal weitermachen. Laufen wir hier noch mal ein bisschen rum. Lalalala. Ja, man merkt, die Texturen, alles stark veraltet natürlich. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, 13 Jahre ist das Spiel jetzt schon alt. Aber storytechnisch genial. Auch von der Atmosphäre her genial. Also da kann man im Grunde nicht sehr viel falsch machen, wenn man sowas let's playt. Solange es die Leute denn auch mögen. Waldbeerer, ja, aufnehmen. Ah, Grimtail-Spieler. Das ist auch immer nett, solche Leute zu treffen. So, Fleischschwanze. Ja, die kann man eigentlich auch kaputt hauen und da kriegt man ein bisschen Fleisch, aber das lohnt sich nicht wirklich. Und vor allen Dingen, das werden wir gleich auch sehen. Einen Moment noch. Ah, noch eine Beere. Was haben wir hier noch? Ein Pfeil. Ja, alles mitnehmen. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts zurück. Bier. Ja, Bier und ja, Münzen bringen einem hier wenig. Da war noch ein Dietrich mit dabei und eine Fackel. Man könnte meinen, Münzen geil, ja, aber leider befinden wir uns hier nicht in der freien Welt als solche, sondern eben in einer Strafkolonie, die Erz abbaut. Und was liegt da näher, als zu sagen, scheiß was auf die Münzen? Wir benutzen jetzt nur noch, ja, das Erz als Tauschmittel. So, die Pickaxe hier, Spitzhacke ausgerüstet. Und da drüben haben wir schon den ersten Gegner. Der erste Gegner in einer langen Reihe von Gegnern. Hui. Junge Mora. Komm, hau drauf, hau drauf. Komm. Und da gibt uns 40 Erfahrung. Und eine Haxe Fleisch, auch nicht schlecht. Ja, noch hier ein bisschen umgeschaut. Ja, das hier ist die verlassene Mine. Nettes kleines Areal, ein Erzbrocken, das ist die Währung, von der ich gerade sprach. Rostiges Schwert. Und weiter geht die Reise. Was ist das denn da oben? Ne, ist das... Nein, oder? Ich habe das Spiel jetzt schon so unglaublich häufig gespielt. Und das ist das erste Mal, dass ich das hier oben finde. Auch nicht schlecht. So viel dazu, das Spiel kann einen nie wieder überraschen, wenn man es einmal oder zweimal durch hat. So. Und dann hier wieder runter. Wupp. Ja, die Kameraführung ist auch so ein bisschen statisch, genauso wie das Kampfsystem. Aber, wie schon gesagt, das Spiel ist alt.
und meines Erachtens nach immer noch gut spielbar, also irgendwo für muss sich das hier alles lohnen. So. Ah, da hängt aber einer faul herum, ne? Das darf doch wohl nicht wahr sein. So, das müssten, wenn ich mich richtig erinnere, Scavenger sein. Ich weiß aber nur gerade nicht, was für welche. Ha, Kollege, Kollege. Wobei ich mich frage, das ist ein Skelett. Wie kann das Ding einfach so hängen bleiben, ohne dass irgendwas runterfällt? Naja, egal. So, was haben wir denn gerade noch an Waffen bekommen? Ein altes Schwert mit 12 Schaden. Rostige Schwert 10, Spitzhacke 7. Ja, dann nehmen wir doch das alte Schwert. Ist ja die vollkommen logische Wahl. So. Die Qual der Wahl. Hau aufs Genau so was meine ich mit statisch. Man schlägt auch, wenn der Gegner da links oder rechts von einem ist, stumpf nach vorne. Und muss ich dann erst so mehr oder minder nachjustieren, würde ich das jetzt einfach mal nennen. So, weiter geht's. Ja komm, ich will die Pfeile hier auch noch haben. Ich will alles. Ja, und weiter geht's. Laufen wir hier mal ein bisschen runter. Da ist der nächste Scavenger. Na, da kommt er da. Aber es ist auch wieder ein Junger. Ach komm, genau sowas meine ich. So. Muckibuden-Position einnehmen. Ja, dann. Und weiter geht's hier herunter. So, links können wir auch schon das alte Lager sehen. Ja, das ist irgendwie, das muss mir seitlich... Ah, da sieht man es jetzt leicht. Ach, ja. Und da haben wir ja auch wieder... Erkennt man auch schon wieder das Alter des Spieles, würde ich mal so sagen. Die Modellreichweite ist einfach nicht so besonders hoch. Wenn man sich überlegt, was vor 13 Jahren für Rechner auf dem Markt waren. Kein Wunder. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht mehr, 2001, was hatte ich denn da für einen Rechner? Oh, Athlon... Naja, egal. Irgendwas mit 1,6 Gigahertz. Muss nicht gleich jeder wissen. Rampensau. Ich höre nicht mehr. So, das sind zwei Typen aus dem neuen Lager. Zwei Jäger. Hey du! Da hat er mich schon Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Alles klar. Was jagt denn so? Ja, Scavenger nehme ich ganz stark an. Einfach mal beenden. Und weiter geht die Chose hier. Diese Schwertgeräusche. Ist einfach geil. So, der nächste. Ach, komm. Hau drauf. Der nächste Tote. Scavenger. Ah, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn ich nämlich eine der Brückenwachen angreife, versuchen die mich auch zu töten, auch wenn ich nur aus Versehen treffe. Das ist auch in den neueren Spielen ab und zu noch so, wobei die KI teilweise auch intelligent genug ist. Mittlerweile. Aber trotzdem, diese Brückenwachen würden mich einfach umlegen. Das ist die große Problematik bei der Sache. So, Wasser. Sehr schön. Da sind noch ein paar Allrats. Ah, hier diese Liebe zum Detail. Ein paar zerbrochene Fässer. Ach, einfach geil. Ach, die Vöglein zwitschern. Also sind genauso eingesperrt wie wir. Ja gut, okay, weiter geht's, weiter geht's. Dann wollen wir doch mal ins alte Lager hinein, wie Diego uns das gesagt hat. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Klar. Rauben, vergewaltigen, das Übliche, kennt man doch. Diego hat gesagt, ich soll mich mit ihm im Lager treffen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich will mich nur ein bisschen umsehen. Ja, klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Ja, das ist doch eigentlich... Sollen wir das nehmen, oder, Lea? Ah, komm, scheiß das drauf. Ich bin witzig. Klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen.
Ein witziger Kerl. Ich mag keine witzigen Kerle. Das ist schlecht. Noch einmal und du kannst was erleben. Oh nein, ey. Nicht ernsthaft, oder? Könnte ich mich ehrlich gesagt so auch nicht mehr dran erinnern. Danke für das Erz. Ich trinke einen auf dich mit. Erstes Let's Play und ich werde sofort von der nächstbesten Wache umgehauen. Geile Sache. Ja, komm, steh auf, du Sackgesicht. Du bist vielleicht ein namenloser Held, aber trotz allem wirst du doch wohl aufstehen können. Ja, geht doch. Ja, jetzt hat er uns unseren einzigen Erzbrocken abgenommen. Netter Kerl. Den töte ich auch noch. Der kommt auf meine Liste. Guck mal einer an, da ist Diego. Sprechen wir doch auch erstmal direkt an. Ja, komm. Erzähl mir was über die Barriere. Nee. Mach's gut. Ich will nichts über die Barriere erfahren. Ich möchte jetzt erstmal zu Torus. Der hat ja wohl angeblich irgendwas Wichtiges für mich. Ja, ich will. Ja, lass mich in die Burg. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Ja. Gibt es hier nicht noch irgendeine andere Möglichkeit, in die Burg zu gelangen? Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine 15, entsprechende Menge? Vielleicht 100. Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Ja, das ist unser Weg. Aber ich wette mit euch, die können nicht bis 10 zählen und wollen trotzdem 1000 Brocken haben. Ach ja, was für Lappen. So, ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Nein, das werde ich nicht sagen, da Diego mir auch ausdrücklich davon abgeraten hat. Ich kann mich auch ehrlich gesagt, jetzt werden wahrscheinlich manche wieder sagen, du kennst das Spiel ja schon. Es ist schon wieder mindestens 3 Jahre her, dass ich das Spiel hier angerührt habe. Dementsprechend die grobe Story kenne ich noch. Für die ganzen kleinen Einzelheiten, was jedwede Dialogoption betrifft, kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. Das ist, naja, nicht besonders gut, was mein Gedächtnis angeht, aber umso interessanter ist es auch für euch. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Ich habe einen riesen Knüppel in der Tasche. Nein, natürlich nicht. Diego hat das gesagt. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Alles klar. Diego wird dich auf die Probe stellen. Oh, nett. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir. Kapiert? Ich werde mit Diego reden. Ja, ja. Aber ansonsten, ich will die Rüstung haben. Ich muss in die Burg hier mit. Nein, kann man noch nicht. Warum stellst du. Ja, genau. Klar. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Echt nicht? Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ich hau dir aufs Maul mit meinem alten Schwert. Mann. Alles schaffen, was du mir aufträgst, ja dann? Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Du willst also unbedingt versagen. Nein, ich werde nicht versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ja und? Ja komm, ich bin bereit. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen.
Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Oder ein gerissener Geschäftsmann. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Ja, meine Güte. Nur weil Mordrak intelligenter ist als du. Darum geht es hier. Ja gut, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum. Ja, wegen Mordrak. Nee, so weit bin ich ja noch nicht. Dann wollen wir uns hier doch mal ein bisschen weiter umsehen. Da hätten wir Diego. Die Schatten. Ein Typ namens Grimm. Ein paar Gardisten. Man muss eben aufpassen, das mit war nicht besonders schlau. So heiß gegessen, ein paar von euch werden vielleicht schon wissen, was da passieren wird, aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten. Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Wovor? Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Nein, echt? Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Ja. Das sind ja doch schon leicht mafiöse Strukturen, die ich auffinde. Aber naja, was will man in einer Strafkolonie im Grunde erwarten? Das ist ja ein Witz. Soll das eine Drohung sein? Soll das Schutzgeld sein? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Exakt. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, dein Freundschaftsangebot abzulehnen. Oh, scheiße. Ich sehe mich schon mit Betonschüchen im Fluss wandern. Naja, zum Glück sind die Dinger hier nicht besonders tief. Ja. Ich hab's mir überlegt, ich hab ja gar keine 10 Erz. Wie soll ich ihm die geben? Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Oh, das war schon ein sehr, sehr böser Unterton. Ist das ein Butler? Der nächste Butler? Sly. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich kann es auch nicht. Ich hätte was zu tun für einen neuen. Oh ja. Dann sag mal an, was hast du denn für mich zu tun? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Alles klar, das hört sich doch nach einem Deal an. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Auf jeden Fall interessant. Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Das Arena-Viertel. Schau dich im Arena-Viertel herum. Ach, wie schön ist es in der Kolonie. Das alte Lager glänzt wie nie. So, wo bin ich jetzt hier? Ja, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Ist auch eine wunderschöne Burg hier. Der letzte Scheiß. Muss ich jetzt hier gerade schon wieder mit der Maus machen. Man sieht, wie träge doch diese Bewegung ist. Und ich schmeiße die Maus hier im Grunde von einem Ende des Tisches zum anderen. So. Ja, man sieht es ja. Auf jeden Fall eine schöne Burg. Da vorne ist so eine Art Marktplatz, wenn ich mich recht erinnere. Ja, gut, wenn man das Marktplatz nennen kann. Tralalalalala. Und weiter geht's. Hier haben wir jede Menge Butler. Das sind so im Grunde, ja, Arsch vom Dienst, wenn man so sehen möchte. Wir müssen die ganze Drecksarbeit machen, genauso wie wir momentan. Danach kommen die Schatten, das sind, die befinden sich hier eben außerhalb. Oh, der Donuts. Das ist die Barriere, man sieht sie ja da hinten auch wieder ein bisschen. Ja, das heißt ein bisschen, doch ziemlich extrem. Ja, auf jeden Fall. Danach kommen die Schatten, die befinden sich hier im äußeren Ring. Ein paar befinden sich, glaube ich, auch drin, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Und naja,
dann kommen die Gardisten. Da gehört dieser Bloodwin, der uns gerade so höflich um eine kleine Spende gebeten hat. Dazu. Oh, da werde ich angesprochen. Absolut. Ende. Hä? Bal Parves. Arbel. Ein Mexikaner. Oder Argentinier? Ich bin nicht. Egal. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Ja. Kann schon sein. Führe mich. Führe mich. Manche lernen eben gar nichts. Das kann schon sein. Wer ist der Schläfer? Hast du recht. Nee, ich habe jetzt keinen Bock mit dir zu reden, danke. Man muss eben. Das ist. Butler, Dexter. Ach, Dexter. Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Nein. Willst du was? Nein, Alter. Eigentlich ja, wobei doch. Ich will Schatten werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut, du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen, dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Ja, dann. Mal schauen, ob ich das Ding kriege. Okay, irgendwie. Ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Das wird sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt dann doch noch interessant. Wahrscheinlich hast du recht. Also ich werde Korkaloms Liebhaber. Hey, oh, jetzt spricht mich dann nächste Trottel an. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Ja, bei dir bin ich richtig. Hast du eine Rüstung für mich? Nein, die kann ich momentan sowieso noch nicht kaufen. Selbst wenn ich sie wollte, sie haben wollte. Ja, da sprechen wir doch noch einmal mit Diego. Na, da hat sich irgendwer bei mir gemeldet. Nun gut, nun gut. Wahrscheinlich hast du recht. Lalalalalala, laufen wir ein wenig rum. Ja, da laufen wir auch mal ein bisschen durch die Kloake. Das Wasser sieht zwar sauber aus, aber da oben sieht man einen richtig schönen Abfluss. Mit einem wundervollen Gitter vor. Wofür ist hier ein Brunnen? Ach, das... Logik, bitte. Nein, ist ja alles gut. Ich weiß, ich finde es aber auch sehr gut aussehend. Also. So, sprechen wir noch einmal mit Diego. Torus hat... Ich habe mit Torus geredet. Torus hat gesprochen. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Ja, dann, was muss ich denn wissen? Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Sie sind stechend. Ich spüre sie in meiner Brust. Nee, ganz ehrlich, was sind das denn für Augen? Voldemort. Warte mal, wenn man ihm... Glatze? Oh, verdammt. Ah, gut. Alles klar, ja, Prüfung des Vertrauens und so weiter. Dann mache ich hier jetzt... Mach's gut. ...für heute erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, mein erstes Let's Play hat euch gefallen. Und ja, wenn es euch denn dann gefallen hat, könnt ihr unten auf den Like-Button drücken. Ansonsten abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt. Es wird hundertprozentig mehr kommen. Nicht nur Gothic, sondern auch andere Let's Plays und auch nicht nur Rollenspiele. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.